Herzlich willkommen zu einem neuen Shop-Video. Wenn euch das hier auf dem Kanal gefallen, würde ich mich riesig freuen, wenn ihr ein Abo da lasst. Dann verpasst ihr in Zukunft auch keine Videos mehr. Ich würde sagen, wir schauen uns jetzt mal den Item-Shop an und gucken, was dort heute alles drin ist. Und wir haben ein paar seltene Skins tatsächlich mal wieder drin. Also zum einen hier aus der dunklen Reihe den Finsterbomber. Ist eigentlich ein ziemlich cooler Skin, als blauer Skin im Prinzip, auch wenn man sich denkt, weil es natürlich episch aussieht, ist aber nur wegen der dunklen Reihe, kostet aber genauso viel wie ein blauer Skin. Dafür hat man hier so eine animierte, so ein animiertes Hemd im Prinzip, einmal über den ganzen Körper. Dann ist da auch noch raus, das reaktiv ist. Ich glaube, hier leuchtet das Horn mit der Zeit etwas mehr, oder hier vorne kommt dann einfach mehr von diesen Partikeln raus. Weiß ich nicht ganz genau. Dann noch der grüne Glyphe der Dunkelheit Gleiter. Das ist relativ günstig. Dann haben wir als nächstes aus Season X die Beast-Schützin. Dann den Beast-Pilot. Und Robo-Randale als Spitzhacke. Als nächstes haben wir hier die weiblichen Omega-Skin Oblivion. Aus Season 4, logischerweise, weil da ja auch Omega reinkam. Dann der weibliche Omega, Kriterion, ist auch ein legendärer Skin, das heißt ziemlich teuer eigentlich, wenn man sich mir überlegt, was da nur so an besonderen Sachen dran sind. Dann der Terminus-Gleiter, im Prinzip der Gleiter passend zu Omega. Ich glaube, der Carbide hat eigentlich gar nicht selbst einen Gleiter in irgendeiner Weise, weder weiblich noch männlich. Dann eine Lama-Glocke. Dann haben wir als nächstes hier die Splittersichel vom Schmetterlingsskin. Und dann der Garnison-Skin als grüner Skin. Wusste eigentlich gar nicht, dass er in Season 5 schon eingeführt wurde. Ich hätte gedacht, er wäre neuer. Aber jetzt kann man es ja sehen, wann alle verschiedenen Skins eingeführt wurden. Dann der Aeronaut. Dann haben wir als nächstes den Glyphentanz. So ein bisschen ägyptisch angehaucht. Oder arabisch, würde ich mal so sagen. Dann als letztes haben wir noch Klappe die 14. Auch aus Season 4. Ist eigentlich ganz nice. Das war's mit dem heutigen Shop-Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Video. Ciao.